Siegfried Jenny, Sie sind vor 60 Jahren selber in Blans gewesen, haben als 19-Jähriger die Lawinenkatastrophe miterlebt. Wie hat sich das gesamte Ereignis für Sie angefühlt? Wie ist das abgelaufen? Der Vater und ich, wir waren gerade mit den Stallarbeiten fertig. Da kommt mein Bruder, Louis, zu uns in den Stall und erzählt uns, dass er von einem Passant an der Straße oben erfahren hat, dass schon am Sonntag, also einen Tag vorher, in Fontanelle eine Lawine abgegangen ist, wo zwei Burschen mitgerissen worden sind. Der Bruder kommt zu uns in den Stall und erzählt uns diese Begebenheit. Und wir drei Männer stehen inmitten des Stalles auf dem Stallgang. Und plötzlich fängt es an zu tosen und zu perschen. Und der Vater sagt noch mit lauter Stimme, Alleu. Und zuerst hat es die westseitig situierte Scheibe eingeschlagen. Und aufgrund dessen ging ich instinktiv zur Stalltüre zu, nach Hoschen. Und vor der Stalltüre drehte ich mich talwärts und hielt die Hände vor das Gesicht, weil ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt gleich einmal von der Decke erdrückt. Auf jeden Fall war es aber nicht so, dass ich von der Decke erdrückt wurde, sondern irgendwie durch den Sog der Lawine hat es mich dann mitgezogen und die Hände hat es mir vom Gesicht gleich weggerissen und der Kopf stieß irgendwie ziemlich fest in den Schnee hinein, aber es ging mit mir immer noch weiter, talwärts. Und plötzlich lag ich frei auf dem Schnee und ich wollte gleich aufstehen, aber ich merkte, wie durch den Sog der Lawine verschiedene Gegenstände durch die Luft dahergeflogen kamen. Ich steckte den Kopf sicherheitshalber wieder in den Schnee und als es dann windstill wurde, da stand ich auf. Die Mutter rief aus der Stube, mein Gott, wo sind der Louis und der Täter? Und meine Vorstellung war, dass die zwei Männer von der Lawine ebenso mitgerissen wurden, aber vielleicht noch weiter hinunter gegen die Lutz zu, oder?